Und jetzt kann ich diese Krähe hier fixieren. Und die machen nämlich einen Funken. Genau, der das Ganze entzündet. Und hier wurde jemand geopfert. Hier ist auch wieder diese Malerei. Erstmal Todesursache. Ja, Brustwunde, wollte ich gerade sagen. Oh, postmortal, das kann natürlich auch sein. Blutstreifen, Rückenwunde. Ein Angreifer, mehrere Angreifer. Wenn überhaupt Angreifer, ist die Frage. Ich untersuche mal noch zuerst. Ein Krähendolch. Dolch mit einer Krähe, okay. Er sagt mir nichts dazu, ich nehme ihn. Berühren. Ich krieg keine Infos, oder? Nee, es reicht noch nicht. Here lies my beloved wife, Emmett Vandergriff. Ja, Latein habe ich leider keine Kenntnisse dafür. Ist hier noch irgendwas? Nein. Nein, nein, hier ist die Mauer. Okay. Was passiert, wenn ich nochmal ziehe? Ne, passiert nichts mehr. Okay. Ah, wollte gerade sagen, jetzt kann ich aber hier bestimmt. Der Dolch gehört hier hin. Das heißt, kann ich jetzt ihn vollständig berühren? Also, ja, ihn vollständig berühren, das klingt so bescheuert. Ja. Öllampe. Ist das das Opfer, oder? Hier reingeschickt. Dort hinten ist noch was. Hier. Das sind die zwei anderen. Also nicht das Opfer mit dabei. Hier machen sie sich auf die Suche irgendwo hin. Aber hier ist es nicht. Okay, hier ist auch nicht. Ich glaube, ich habe noch einen Punkt übersehen. Einen habe ich noch. Ah ja, hier hinten. Hier haben sie ihn attackiert. Also das ist zuerst passiert, sie haben ihn attackiert. Ah, jetzt kapiere ich. Nee, ich denke nicht, dass das die 1 war. Ich denke, die 1 war dort hinten. Nee, hier, das ist die 1. Das ist die 2, würde ich vermuten. Dann ist das dort hinten die 3. Wo sie ihn attackieren. Nee, das ist die 3.
Hält er sich hier schon den Hals? Nee, hier hält er sich nur das Gesicht. Ich versuch's mal. Das ist 3, 4, jawohl. Was ist die 5? Ja? Ist das richtig so? Our boy. Chad is putting our boy in that crypt. And bricking him up. Giving him to the sleeper. Forever. Es war falsch. Es war falsch. Okay, das ist schwierig, das ist echt schwierig. Ist das vielleicht doch die 1? Ach, das ist die 1, das stimmt. Ist das die 2 dann? Nee, die 2 ist das da hinten, wenn dann. Dann machen wir das so, 2, 3... 4 und das hinten ist die 5. 4. Und das hier ist die 5, ja? Versuch mal. Our boy. Chad is putting our boy in that crypt. And bricking him up. Giving him to the sleeper. Forever. Nein, das war's auch nicht. Dann doch 2, 3. Und er haut vielleicht ab und so kommt es zur 4 und zur 5. Our boy. Chad is putting our... Okay. Chad, let me... Das war nicht die 2, das hat auch nicht geklappt, nee. Zwei, drei, vier, fünf. Oh boy, you know he's on this. You know this is wrong. Chad, finish those bricks before he wakes up. Gott, so rum. Chad, let me see it. Get the hell away from me. This is Dale's fault. He should have been helping. Dale's weak. He always has been. You're right. He is weak. Chad, get off of him. He's your brother. Get off of him. The hell's going on? Where's Ethan? The one who sleeps must not sleep. Your Uncle Chad is dead. Rose. Ethan. It's not right. Ethan's our boy. Dad, I need to get into the mine. What? Mine? What? My key. I don't have it. I guess I'll use the tunnel near the gate. Just keep Mom away from me, all right? She's sick. You're all sick. Hmm.
Was passiert hier auf Berührung? The sleeper must not sleep. Ethan disturbed something. Whatever it was, it got out into the air and into the minds of his family. Ich glaube, da passiert nur noch mal das Gleiche, wenn ich jetzt auf Berühren gehe. Aber was ich jetzt auf alle Fälle machen muss, das ist euch hoffentlich klar. Ich muss zurückgehen zu dem Zug. Da muss es mehr geben. Ich bin zu früh gegangen. Es tut mir furchtbar leid, aber das muss ich noch erledigen. Ich hätte gedacht, das kommt halt noch. Das dauert länger, bis man die Gegenstände findet. Aber sie sind wirklich direkt in dem Areal versteckt dort. Okay, dann muss ich dort wieder hin zurück. Aber wir haben ja Zeit, wir können die schöne Natur genießen. Ich renne auch zurück, ich beeil mich. Interessant, also hier ist wirklich, hier geht irgendein Okkultismus ab, irgendwas. Der Schläfer. Und dann als nächstes weiß ich, ich muss in die Mine, das war mir schon ein Hinweis hier. Er hat den Schlüssel nicht bei sich. Kleiner Tunnel neben der Mine. Okay. Das werden wir finden irgendwie. Aber zuerst gucken wir, was mit dem Zugunglück los ist. Dann über den wunderschönen Staudamm hier rüber. Boah, diese Aussicht ist so genial. Es tut mir furchtbar leid, dass ich das immer wieder erwähnen muss, aber es sieht so genial aus. Also ich brauche die Kurbel, das ist eigentlich das Wichtigste. Dann kann ich das Schienenfahrzeug zurückbewegen, dorthin stellen auf das rechteckige Stück, wo das Gras drunter verbrannt ist oder wie er es genannt hat oder auch immer. Und dann müsste ich das eigentlich lösen können. Okay, ich hoffe es mal. Ich denke mal, die Kurbel ist vielleicht beim Bahnhof? Gucken wir mal. Das werden wir schon hinkriegen. Gehen wir an den Gleisen entlang. Die wunderschöne Musik spielt uns ein Lied. Oder wo könnten die Kurbel noch sein? Also Bahnhof ist halt, wäre eine gute Vermutung eigentlich. Oder halt dort im Wald irgendwo. Habe ich mich nicht gut genug umgesehen. Guck mal hier drunter. Es wird mir nur markiert, wenn ich wirklich auch in die Richtung gucke von dem Objekt. Aha. Was haben wir denn hier? Ne, haben wir nichts. Okay. Da war ich wirklich schon. Ich hätte gedacht, ich habe hier voll das Secret gefunden. Verdammt. Auf dem Dach? Nee. Holzstapel irgendwo. Die liegen halt hier so verdächtig rum. Stimmt, ich brauche ja da auch noch irgendwo einen Stein, da war ja auch noch irgendwas. Das ist doch ziemlich einfach in das Spiel, vielleicht ist es gar nicht so kompliziert versteckt. Ich gehe mal ganz zurück zu der Lok.
Es tut mir jetzt echt voll leid, dass ich jetzt den ganzen Weg nochmal zurücklaufen muss. Aber ich möchte das Ganze ja, wenn dann, auch schon richtig spielen. Und alles mitnehmen, was geht. Hier ist so ein bisschen Weg, ich folge dem mal. Was war das denn jetzt? Außerirdische oder was? Okay, das nimmt jetzt aber eine abrupte Wendung. Scheiße, wo ist er? Hier hoch? Ja. Da ist er. Dich. Da drüber. Okay, wo führst du mich hin? Warum habe ich hier vorne alles verpasst? Ich habe nicht richtig aufgepasst. Ja, sicher. Kann ich damit rein? Wollt ihr mich eigentlich verarschen? That escalated quickly. Ja. Das ist eher eine Zeitmaschine. Okay, hier geht's vorne. Lesen. Okay. Fangzähne. Die Bestie hatte Fangzähne, war aber schwer und langsam. Als sie das Licht am Himmel sah, wartete sie und dachte, das Licht würde ausgehen, wie die anderen davor. Als das nicht geschah, stand die Bestie auf und ging zu dem Ort, an dem das Feuer noch immer brannte. Als das orangefarbene Licht erlosch, nahm ein neues seinen Platz ein. Dieses war blau, ein helles und reines Blau, das das Geschäft bisher nur bei den Rändern von Sternen sah. Die Bestie zeigte ihre Fangzähne und das Licht verschwand. Kurz darauf tauchte das Licht zwischen zwei entfernten Bäumen wieder auf. Die Bestie wollte nach Hause gehen, konnte das Licht aber nicht ignorieren, deshalb verfolgte sie es tiefer in den Wald. Das Licht blieb schließlich auf einer Waldlichtung stehen. Die Bestie betrat den Kreis und spürte dabei keinerlei Furcht. Die Bäume wendeten sich der Bestie zu, zeigten wie Nadeln auf sie. Doch die Baumwipfel neigten sich und gruben in den Boden. Die Stämme und Wurzeln wurden in die Luft gehoben und wie Mauern um die Bestie geschlossen. Als der Boden verschwand, begriff die Bestie, dass sie ihre Fangzähne nie wieder benutzen würde. Noch irgendwas Informationsmäßiges dabei? Nein. Dann akzeptieren wir. Get out of my room, Travis! Stories, stories. Always with the stories. Get out! I read the Fangs one. I liked the Beast. At least he gets to leave this goddamn place. Abstruse Geschichten. Amerikas bestes Science Fiction. Januar 1964, 40 Cent. Mit Yellow Hills of Mars von Douglas Spalding.
sowie Julian West, Michael Arden, Clarence Carlisle und viele mehr. Travis Entstellung Homofürst. Und wir legen das zurück, okay. Ach, da war das, was wir gerade, wir haben also seine Geschichte nur miterlebt.